Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Resident Evil 1 für die PS1. Im letzten Part haben wir ein paar Hunde abgeschlachtet. Bin kein Hundefreund, vor allen Dingen. Quatsch. Tatsächlich, da ich liebe sogar Hunde. Aber nicht von denen. So, und jetzt werden wir uns für den Kampf gegen den Boss langsam widmen. Besser gesagt. Dafür holen wir uns nämlich die Heil-Items aus den einen Garten, wo wir gerade drin waren. Und um die wiederum zu holen, seht ihr ja, wir sind voll, müssen wir erstmal alle anderen Items loswerden. Nämlich, ja, das ist ein bisschen voll. Ob wir den Boss in diesem Part machen oder nicht, das kann ich noch nicht sagen. Auf jeden Fall werden wir bis zu der Tür zum Boss machen. Das kann ich, glaube ich, ja. Ja, es wird definitiv sein. Vielleicht, wahrscheinlich sogar auch den Boss, aber ja. Kommt ganz drauf, oh, wie schnell ich bin. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ich noch die ganzen Kräuter mixen will. So. Ja, ich bin gerade etwas still, weil ich es ein bisschen genieße, diesen leichten Luftzug. Aber man sollte eigentlich während eines Displays ständig reden, deswegen, ja. Können wir ja mal reden, was ich alles für die nächste Zeit auf dem Kanal plane. Mit Chris, ohne Chris, also Skipper. Zum einen wird natürlich Paper Mario 2 und Minecraft kommen, wobei Minecraft zuerst, und da ist es so gedacht, dass es eine Staffel wird mit 50 Episoden. Minecraft soll vor allen Dingen dabei helfen, den Kanal etwas beliebter zu machen, weil schön und gut, wir machen das Spaß aufzunehmen, aber vor allen Dingen macht es mir ja dann auch Spaß, dass die Leute sagen, ja, die Videos sind gut oder nicht, und das machen sie ja erst, wenn sie sie überhaupt sehen, und das ist das, was mich ein bisschen traurig macht, dass die Let's Plays generell auf meinem Kanal nicht so viele Leute anziehen. Ich meine damit, ich freue mich sogar über 10 Aufrufe, müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, und das soll sich mit Minecraft ein bisschen verbessern. Ich plane jetzt, wie gesagt, kein riesen Let's Player zu werden. Es wird mir auch vermutlich niemals gelingen, einfach weil ich Deutsch bin und deutsche Let's Player kommen nicht gut an. Was ich schade finde. Ich meine, damit, das hat doch nichts mit der Nationalität zu tun, ob man gut zocken kann und nicht. Ja gut, ich werde vermutlich nicht mal gut zocken können. Wieder ein sehr komisches Geräusch. Aber gut. Es gibt nämlich auch noch einen Raum, den wir noch zu erkunden haben, bevor wir uns den ersten Boss stellen. Den einen Raum, den ich nämlich ausgelassen habe, wo ich gesagt habe, da brauchen wir jetzt ein Item. Das Item haben wir jetzt, es ist das Feuerzeug. Und ja, da wollen wir doch mal sehen, wie wir es jetzt zusammenmischen. Erst brauchen wir mal Schrot, 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 rotes Kraut. Haben wir noch ein rotes Kraut? Sprengmunition, Feuerzeug, bla bla bla. Grüne Kräuter, gemixte Kräuter, grüne Kräuter zu Windwaffen, Kaffeeschen, Heilkraut. Nein, okay.
Ja, ich möchte gerne diese beiden Kräuterarten mischen. So, dann machen wir das jetzt so. Ich nehme noch ein gemixtes Kraut mit. Nur die Schrot, weil alles andere wäre etwas, ja, unnötig. So. Ich bin überlegen tatsächlich, ob ich davor speichern sollte. Werde ich vermutlich auch tun. Aber, obwohl, naja, es ist so eine Sache. Ich hab ja Heilung. Und so schwer ist der Boss jetzt nicht. Und Muni habe ich auch genug. Ich glaube, drei, vier Schüsse braucht man. Obligatorisch müsste man den Boss gar nicht besiegen, aber ich mach's trotzdem, weil das später besser ist. Klingt doof. Ist aber so. Oh. Ich bin ein Trottel. Und was für einer. Ich habe nämlich wieder was vergessen. Juhu. Und zwar habe ich das vergessen, wisst ihr, wo wir eigentlich das Ganze gemacht haben. Das Feuerzeug. Ist mir gerade aufgefallen. Yay. Also nochmal zurück. Und rein und das Feuerzeug holen. Mal ein bisschen bequemer hinsetzen. Und ja, ich glaube, ich speichere doch lieber na sicherheitshalber. Ich bin halt ein bisschen, ja, grünes Feuerzeug und dann die Bänder. Weil wir gehen jetzt auch zum Bosskampf und das alles, was wir die letzten drei Parts gemacht haben, nochmal zu machen, ist ein bisschen too much. Weil wir haben sechs Speichern. Ich kann auch mal nach drei Parts speichern, finde ich. Ja. Gut. Vorbereitet für den Bosskampf sind wir. Dann, ja. Legen wir mal weiter. Ja, ein bisschen nervös bin ich trotzdem. Immerhin ist es ein Boss in Resident Evil und alle Bosse in allen Resident Evil Spielen waren meiner Ansicht nach nie leicht. Ja gut, schwer auch jetzt nicht, aber ja. Man kann so sagen, Resident Evil 1 spielt nämlich mit den Urängsten der Menschen. Man muss auch bedenken, früher war es wirklich gruselig, das Spiel, nur ist man heutzutage schon als kleines Baby härteres gewöhnt, also. Da ist ja die Realität inzwischen gruseliger als das Spiel.
Jetzt lachen die da draußen wieder herum und hoffentlich dauert es nicht lang, bis da unten draußen wieder Ruhe herrscht. So. Und ich tippe mal diese Handfläche. Ja, man kann es nicht untersuchen, das kommt vermutlich von Richard. Würde zumindest Sinn ergeben. Für sie ist es zu dunkel, für mich wäre es eigentlich in Ordnung, aber was soll's, machen wir es an. So, einmal Munition für eine Waffe, die ich gerade nicht dabei habe. Wie soll ich das Gefühl, dass das da unten ein... Das ist doch irgendwas. Nein, jetzt gerade nicht. Das nehmen wir... Jetzt muss ich wieder eigentlich zum Speicherpunkt laufen, damit ich das ablegen kann. Oder ich weiß, was ich mache. Ich weiß, was ich mache. Bin schlau. Moment. Hehe. Und zwar geht man ja nicht automatisch ins Zimmer rein, wenn man die Tür aufschließt, sondern kann sich auch noch umdrehen. Sie haben dies gerade benutzt, Schildschlüssel. Da es der einzige Raum ist, kann ich den Schildschlüssel wegwerfen und damit haben wir wieder einen Platz frei. Jetzt können wir in den einen Raum gehen und das hinten dran noch untersuchen. Na, schieb's weg, chill. Hoch. Ach, und das sind noch Säurepatronen. Alles klar. Verstehe. Okay. Das ist ja gar nicht so wichtig. Hä? Habe ich da schon was eingesetzt? Nee, kann nicht sein. Ich bin gerade etwas verwirrt. Was vergessen? Naja, auf jeden Fall ist es jetzt erstmal Zeit für den Bosskampf. Ich glaube, 6 Minuten reichen noch völlig für den Bosskampf, beziehungsweise 5. Wenn ich Glück habe, kann ich sogar noch die Schrotmunition holen, wenn ich mich richtig erinnere, wo die war. So, zeigt mir mal das Bild. Warte dort im Regal. Bücher und Geräte. Nichts von Nutzen. Oh je. Wo war die Schrotflintenmuni? Da hinten. Ach du Scheiße, da kommt doch nie neben hin. Au, blödes Drecksviech. Giftig, ja. Warum gehst du nicht? Oh, Kombi. Na super. Was? Ich dachte, du wärst tot. Toll.
Gut, dass ich vorher gespeichert habe. Ach, Leute. Das ging irgendwie schief. Okay. Ich muss dann doch die größere Munition auffahren. Tja. Da ist der Bosskampf doch nicht mehr so leicht, wie ich ihn in der Erinnerung hatte. Und jetzt bereue ich es über. Jetzt bin ich richtig froh, gespeichert zu haben, ehrlich gesagt. Das war da auch für mich. Andere Munition, andere Waffen. Ja, ist gut. Ja. Säurepatronen. Ich saß seit hier mir sogar mehr im Weg als alles andere. So, Muni. Die Schrot tausche ich gegen die Bazooka aus. Bazooka-Munition haben wir noch. Haben wir noch andere Bazooka-Munition? Ja, Sprengmunition. Alles klar. Und das Feuerzeug haben wir auch noch. In Ordnung. Dann passt es doch eigentlich alles gut. Wird ja eigentlich sogar mehr oder weniger hingewiesen, welche Munition gut gegen das Drecksviech ist, wenn man den Raum vorher macht. Es ist ein Boss, also kann ich ruhig Bazooka-Munition benutzen, glaube ich. Und die hat mehr eingesteckt, als ich dachte. Eigentlich habe ich mich daran erinnert, dass sie weniger aushält. Ja, ich glaube, ich habe sie auch nicht oft genug getroffen. Wir wissen jetzt ja auch, dass in diesem einen Raum falsch rum kein Zombie ist. Armer Richard. Ja, die Zweigeminute hatte er schon. Zweigeminute. Schweigeminute. Schüttel mich. Ja, hat ja schon gereicht. So, dann holen wir wieder hier die Mal. Es kann sogar sein, dass sie sich jetzt stacken. Ja, das sind doch mal Säurepatronen. Das ist gut. Und nochmal 5 Muni. So, 15 Muni. Hoffen wir mal, dass wir diesmal gegen die Schlange gewinnen. Wobei, nicht diesmal, sondern erst nächstes Mal. Ich werde an der Stelle einen Cut setzen und wir sehen uns im nächsten Part von Resident Evil 1 wieder. Bis dahin, ciao Leute!